Na, nun rücken Sie schon heraus mit der Sprache. Worum geht's denn? Wenn ich Ihnen helfen kann, tue ich das natürlich gern. Schon Ihrer Frau zuliebe. Ja, aber die darf nichts davon erfahren. Das müssen Sie mir versprechen. Natürlich, Herr Lowitz. Aber nun erzählen Sie mal, wo drückt denn der Schuh? Na ja, der Brief da aus Düsseldorf. Die schreiben, wir hätten die Ware nicht richtig ausgezeichnet. Aber wieso? Was geht denn die das überhaupt an in Düsseldorf? Das weiß ich auch nicht. Auf alle Fälle sollen wir rund 150 Mark zahlen wegen einem Wettbewerbsverstoß. Hier, 46 Meter Schlauch sind reingegangen. Ach, das denkt man gar nicht, wie viele Rohre in so einem Haus drin sind. So sehen Sie, hier kann er das besser fotografieren, die Überreichung der Urkunde. Und vielleicht kommt das Bild sogar in die Zeitung. Guten Tag, meine Damen und Herren. Drei grundlegende Komponenten ziehen sich durch die Fälle, die wir Ihnen heute in unserer Sendung vorstellen wollen. Die Ausnutzung einer akuten Notlage, das unseriöse Ausschlachten einer Gesetzeslücke und der Missbrauch menschlicher Hilfsbereitschaft. Als Gemeinsamkeit offenbaren alle drei Fälle wieder einmal die verblüffende Geschicklichkeit, mit der Betrüger zu Werke gehen. Besonders das erste Beispiel zeigt, welches hohe Maß an Raffinesse Gauner aufzubringen vermögen. Ein Maß an Raffinesse, das man als Normalbürger eigentlich gar nicht für möglich halten möchte. Auffällig ist dabei auch die schier unglaubliche Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Augenblickssituation, die blitzschnell in Skrupellosigkeit umgewandelt wird. Wie schön, jetzt kommt die Sonne doch noch langsam. Gucken Sie mal, Frau Winkler, wir haben Glück. Da vorne auf der Bank ist unser Stammplatz frei. Und der Herr Buschmann ist auch noch da. Da gibt es einen kleinen Plausch. Wir sind ja auch brav gewesen. Da haben wir das ja auch verdient. Da haben Sie auch wieder recht. Dann wollen wir uns jetzt aber auch beeilen, dass uns niemand zuvorkommt. Dorothea Winkler ist 63 Jahre alt und seit 10 Jahren verwitwet. Vor 3 Jahren wurde sie Opfer eines Verkehrsunfalls und ist seitdem an den Rollstuhl gefesselt. Sie leidet keine materielle Not. Eine kleine Pension und die Invalidenrente ermöglichen ihr ein bescheidenes, aber geordnetes Leben. Dreimal in der Woche kann sie auch eine Pflegerin bezahlen, die ihr die Wohnung in Ordnung hält und mit ihr kleine Ausfahrten unternimmt. Tag, die Damen. Tag, Herr Buschmann. Ist aber nett, dass Sie mir Gesellschaft leisten wollen. Sie sollen uns ja nicht umsonst den Platz freigehalten haben. Wie geht's Ihnen denn heute, Herr Buschmann? Sie machen ja so ein finsteres Gesicht. Finster? Das täuscht. Ich bin ganz zufrieden. Das freut mich aber. Sie wissen ja, ich mag unzufriedene Menschen nicht. Sagen Sie mal, was ich schon immer fragen wollte, was ist eigentlich mit der Frau geworden, die einmal hier saß und so schrecklich... An der Parkbank beginnt eine angeregte Unterhaltung. Bald sind die drei so sehr in ihr Gespräch vertieft, dass sie die Zeit vergessen und kaum mehr darauf achten, was um sie herum geschieht. War das mit ihrem Sohn? So bemerken sie auch nicht, dass sie seit geraumer Zeit von einem Mann beobachtet werden, der sich alle Mühe gibt, sein Interesse an der alten Dame im Rollstuhl zu verdecken. Etwa eine halbe Stunde, nachdem sie sich gesetzt hat, drängt Ursula Lowitz, Frau Winklers Pflegerin, zum Aufbruch. Ach du meine Güte, jetzt haben wir uns ganz schön verplaudert. Mein Mann kommt in einer halben Stunde nach Hause und der will was zu essen haben. Den dürfen wir nicht verärgern, sonst wird er noch böse auf mich. Wiedersehen, die Damen. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, ich halte wieder den Platz frei. Schön, dass hier Platz geworden ist. Mir tun richtig die Füße weh. Was in Ihrem Alter? Ach, das hat mit Alter nichts zu tun. Aber im Grunde genommen haben Sie natürlich schon recht. Man dürfte nicht so schnell schlapp machen. Wenn man sich das da anschaut, dann muss man froh sein, dass man gesund ist. Die Frau sitzt seit 3 Jahren im Rollstuhl. Ach, kennen Sie sie? Ja, Winkler heißt sie. Sie hatte einen schweren Verkehrsunfall, ist seit 10 Jahren verwitwet. Echt tragisch. Frau Lowitz ist Ihre Pflegerin. Sie fährt ein paar Mal mit ihr in der Woche spazieren. Jetzt muss sie nach Hause, weil ihr Mann vor der Arbeit kommt. Oh mein Gott, erinnern Sie mich an was? Ich muss ja noch zur Arbeit, da darf ich nicht zu spät kommen. Wiedersehen. Wiedersehen. Toller Wetter hat, die ist aber eilig. Also, ich habe Ihr Essen soweit hergerichtet, Frau Winkler.
Wenn Sie sich den Tee vielleicht selber aufgießen könnten? Ja, ja, mache ich schon. Gehen Sie jetzt nur ruhig los, damit der Mann nicht warten muss. Ich bringe die Sachen vom Kaufmann dann übermorgen gleich mit. Wiedersehen, bis dann. Ist gut, Frau Lomitz, auf Wiedersehen. Dem Mann aus dem Park ist es tatsächlich gelungen, die beiden Frauen einzuholen und bis zur Wohnung der alten Dame zu verfolgen. Nachdem die Pflegerin gegangen ist, tritt er bei der behinderten Frau in Aktion. Frau Winkler? Ja? Guten Tag, ich komme von Frau Lowitz. Sie sind sicher Ihr Mann. Guten Tag. Schade, Ihre Frau ist gerade weggegangen. Ist noch keine Minute her. Ja, ja, ich habe sie gesehen. Ich wollte aber mal mit Ihnen alleine sprechen. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Aber selbstverständlich. Kommen Sie doch bitte rein. Der Besucher hat Glück. Frau Winkler hält ihn für den Mann ihrer Pflegerin. Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Lowitz. Danke. Ihre Frau hat mir schon gesagt, dass Sie mal vorbeischauen wollten. Das finde ich aber nett von Ihnen. Ich will Sie gar nicht lange aufhalten. Aber ich bitte Sie, in meiner Situation freut man sich doch über jeden Besuch. Schön haben Sie es hier. Ja. Der Gast lässt Frau Winkler in dem Glauben, dass er der Mann der Pflegerin sei. Im Laufe des Gesprächs fasst die Frau immer mehr Vertrauen. Als er das bemerkt, kommt er auf den eigentlichen Zweck seines Besuches zu sprechen. Ja? Wissen Sie, es ist mir sehr peinlich, aber Sie sind wahrscheinlich die Einzige, die uns da helfen kann. Na, nun rücken Sie mal mit der Sprache heraus. Worum geht's denn? Wenn ich Ihnen wirklich helfen kann, dann tue ich es natürlich gern. Schon Ihrer Frau zuliebe. Ja, aber die darf nichts davon erfahren. Das müssen Sie mir versprechen. Natürlich, Herr Lowitz. Aber nun erzählen Sie mal, wo drückt denn der Schuh? Ja, also wissen Sie, wir haben uns da finanziell etwas übernommen mit der neuen Kücheneinrichtung. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie mir bis nächsten Montag vielleicht 3.000 Mark leihen könnten. Das ist aber viel Geld. Ich würde es Ihnen ja schon am Montag zurückzahlen. Da bin ich dann nämlich wieder flüssig. Und ich würde mich auch mit einem Hunderter und ein paar extra Flaschen Wein revanchieren. Darum geht's nicht. Aber so viel Geld habe ich nicht. Wie viel hätten Sie denn? 2.000 Mark. Wäre Ihnen denn damit geholfen? Sicher, da wäre ich schon ein Stück weiter. Und wie gesagt, es ist ja nur für ein paar Tage. Ja, aber wie machen wir denn das? Wo haben Sie denn das Geld? Haben Sie es hier zu Hause? Nein, auf der Bank. Aber ich könnte Ihnen ja einen Scheck geben. Ja, das würde uns sehr helfen, meiner Frau und mir. Also gut. Ich werde mich auch bestimmt erkenntlich zeigen. Und wie gesagt, am Montag haben Sie dann das Geld wieder zurück. Also, 2000. Wie ist Ihr Vorname? Wilhelm. Wilhelm Lowitz. Also wirklich, ich bin Ihnen sehr dankbar, Frau Winkler. Das ist eine große Hilfe. Aber ich mache das ja gern. Tja, jetzt muss ich aber gehen. Sicher. Gehen Sie nur. Ihre Frau wird schon auf Sie warten. Wir waren heute ohnehin spät dran. Sie können mich ja wieder mal besuchen. Vielleicht mit Ihrer Frau. Ja, sicher. Da wird sich bestimmt eine Gelegenheit ergeben. Also dann auf Wiedersehen. Bis Montag. Auf Wiedersehen, Herr Lowitz. Die behinderte Frau weiß nicht, dass der Mann keineswegs die Absicht hat, sie noch einmal zu besuchen. Auf dem schnellsten Weg begibt er sich zur Bank und löst doch den Scheck ein. Herr Lowitz, unterschreib's mir doch bitte hier hinten. Kaltblütig unterschreibt er mit dem falschen Namen Wilhelm Lowitz. Wie hätten Sie es gern?
Am besten 100er. Danke. Nachdem die Frist für die Rückgabe des Geldes mehr als eine Woche überschritten ist, wird Frau Winkler unruhig. Gegenüber der Pflegerin hat sie den Besuch, wie versprochen, nicht erwähnt. Schließlich fasst sie sich aber doch ein Herz und sucht ein klärendes Gespräch mit Frau Lobitz. So, jetzt sind Sie wieder sauber. Hoffentlich regnet es nicht gleich wieder. Das finde ich wirklich nett von Ihnen, dass Sie mir auch noch die Fenster geputzt haben. Aber jetzt setzen Sie sich erst mal hin und ruhen Sie sich aus. Ich möchte nämlich etwas mit Ihnen bereden. Mhm. Ich habe zwar Ihrem Mann versprochen, nichts darüber zu sagen, aber... Meinen Mann? Wieso kennen Sie denn den? Ja, er hat mich neulich besucht. Vor 2 Wochen. Na, das ist ja ein Hammer. Davon hat er mir gar nichts erzählt. Ich weiß. Er bat mich ja auch nichts davon zu sagen, von dem Geld. Von was denn für einem Geld? Er hat sich 2000 Mark geliehen, weil sie sich doch finanziell etwas übernommen hatten mit der neuen Kücheneinrichtung. Und er wollte es eigentlich schon letzten Montag wieder zurückbringen. Neue Kücheneinrichtung? Mein Mann? 2000 Mark? Hören Sie, Frau Winkler, da stimmt irgendetwas nicht. Wir haben gar keine neue Kücheneinrichtung. Unsere ist schon 10 Jahre alt. Aber er hat es mir doch gesagt. Und weil ich Ihnen einen Gefallen tun wollte, habe ich ihm dann den Scheck gegeben. Also das kann nicht mein Mann gewesen sein. Wie sah der denn aus? Gut. Sehr sympathisch. Warten Sie mal. Ich habe hier ein Foto von meinem Mann. Schauen Sie sich das Bild doch mal an. War er das, der sich das Geld von Ihnen geliehen hat? Nein. Gottes Willen, das ist der Mann. Was habe ich denn da gemacht? Wie gesagt, der normale Bürger steht oft staunend vor dem Ausmaß an Raffinesse und Selbstsicherheit, mit dem Betrüger dieser Art zu Werke gehen. Besonders bei älteren Menschen haben sie naturgemäß oft leichtes Spiel. Nicht selten gelingt es ihnen sogar, sich bei solchen Opfern als angebliche Verwandte auszugeben, die gerade in eine vorübergehende Notlage geraten sind. Nun ist es für einen Fremden erfahrungsgemäß oft nicht einfach, ältere Menschen zu weniger Arglosigkeit und zu mehr gesundem Misstrauen zu bewegen. Deshalb sollte unsere Warnung auch für alle Jüngeren unter unseren Zuschauern, die ältere, alleinlebende Angehörige haben, ein Anlass sein, hier aufklärend und vorbeugend einzuwirken. Und nun zu der zweiten grundlegenden Komponente, die sich heute durch unsere Sendung zieht, dem unseriösen Ausschlachten einer Gesetzeslücke. Der arglose Bürger, der da oft hereingelegt wird, versteht zunächst überhaupt nicht, um was es geht. Er ist völlig konsterniert, wenn ihm plötzlich aus heiterem Himmel eine deftige Zahlungsaufforderung ins Haus flattert, die beinahe so aussieht wie eine Bestrafung. Hast du noch was von dem Kopfsalat mitgebracht? Klar, bringe ich dir gleich. Der geht nämlich heute besonders gut. Das ist immer eine bessere Sorte. Da kostet der Kopf 5 Pfennig mehr. Was, schon wieder? Ja, die Bände sind auch teurer. Da kannst du die Preisschilder gleich wieder ändern. Du, was kosten die Birnen denn jetzt? 1,92 €. Hans und Helene Gassner betreiben in einem Vorort von Frankfurt einen kleinen Lebensmittelladen. Insbesondere in den Sommermonaten bieten sie auch frisches Obst und Gemüse an. Sie beziehen die Ware von der Großmarkthalle. Der Gewinn, den der Laden abwirft, ist nicht gerade üppig. Aber Hans und Helene Gassner sind damit zufrieden und sie haben sich auch damit abgefunden, dass ihr Arbeitstag meist 12 bis 14 Stunden hat. Bitte schön, Frau Otto. Ach, Frau Gassner, jetzt hätte ich beinahe den Salat vergessen. Sie sehen, mein Mann hat ihn gerade gebracht. Frischer geht's nicht. Was kostet er denn? Ja, ist leider um 5 Pfennig teurer geworden. Mein Mann hat's mir eben gesagt. Also 95 der Kopf. Naja, billiger wird heute nichts mehr. Aber geben Sie mir 3 Stück davon. Ist eigentlich die Post schon da? Ja, ich habe sie drinnen neben die Waage hingelegt. Ein paar Rechnungen und Reklame, glaube ich. Und ein Brief aus Düsseldorf. So, das macht dann 5,75 €.
Pro Mercura. Verein für den sauberen Wettbewerb. Düsseldorf. Du, was schreibe ich denn bei den Tomaten, Hedl? Bei den Tomaten? So, Kilo 3,40. Was hast du denn? Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Also du, das ist vielleicht eine Schweinerei. Da hat uns einer reingelegt. Wieso? Was ist denn? Na ja, der Brief da aus Düsseldorf. Die Schreiben werden die Ware nicht richtig ausgezeichnet. Oh, das ist doch Quatsch. Ich bin doch dauernd mit den Dingern zugange. Aber wieso? Was geht denn die das überhaupt an in Düsseldorf? Das weiß ich auch nicht. Auf alle Fälle sollen wir rund 150 Mark zahlen wegen einem Wettbewerbsverstoß. Als Gebühr für eine vorprozessuale Abmahnung. 9,10 Mark sind Mehrwertsteuer. Hör mal, die spinnen doch. Ich würde den Wisch wegschmeißen. Na, du, ich weiß nicht. Da ist noch eine Zahlkarte dabei. Und dann noch so ein Schrieb. Der nennt sich Unterwerfungserklärung mit Vertragsstrafe versprechen. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich auch nicht, aber das sieht irgendwie gefährlich aus. Ihr Verstoß gegen die Preisauszeichnungspflicht nach der Verordnung über Preisangaben ist somit sittenwidrig im Sinne des Paragraphen 1 UWG. Weißt du, was das ist? Nein. Bundesgerichtshof, ein Haufen Zahlen. Also ein Aktenzeichen. Mein Gott, vielleicht ist es doch besser. Du erkundigst dich mal bei einem, der was davon versteht. Da kommt doch immer dieser Rechtsanwalt Schmidtke, der fast jeden Tag Weintrauben kauft. Ja, da hast du recht. Zu dem werde ich mal hingehen. Ja, Herr Gassner, wenn ich mir das hier anschaue, das sieht gar nicht so gut aus. Sie werden halt doch mal einen verkehrten Preis auf einem Preisschild gehabt haben. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Aber wenn das wirklich mal passiert, ist das denn gleich so schlimm? Was heißt schlimm? Es kommt darauf an, ob jemand drüber stolpert. Formal ist das ein Verstoß gegen die Auszeichnungspflicht und damit in der Tat sittenwidrig im Sinne des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Also hören Sie, das ist doch die reine Schikane. Wir schreiben die Preise immer richtig hin, aber ich kann natürlich nicht beschweren, dass nicht auch mal ein Fehler passiert. Das verstehe ich, Herr Gassner, aber wenn Sie gerade mal das Pech haben, dass sich irgendjemand über so einen Fehler ärgert und das anzeigt, dann ziehen Sie eben leider den Kürzeren. Da kann jeder herkommen und mir eine Strafe aufbrummen. Jeder nicht, Herr Gassner. Aber seit 1969 sind nach dem Gesetz unter anderem auch Vereine zu solchen Abmahnungen berechtigt, wenn sie in ihrer Satzung stehen haben, dass sie gegen den unlauteren Wettbewerb vorgehen wollen. Das verstehe ich nicht. Und das ist natürlich auch keine Strafe, was Sie da zahlen sollen, sondern nur die Gebühr. Also die Kosten, die für diese Abmahnung entstehen. Solche Vereine sind nach höchstrichterlicher Rechtsprechung befugt, diese Gebühr zu erheben. Sagen Sie mal, finden Sie das denn richtig? Im Prinzip ist dagegen nicht viel zu sagen, aber wenn ich mir die Auswirkungen anschaue, in Ihrem Fall, da kommen mir schon auch Bedenken. Und was wird jetzt? Also, ehrlich gesagt, Herr Gassner, ich würde diese Unterwerfungserklärung unterschreiben und die 150 Mark bezahlen. Denn wenn Sie dagegen angehen und die Ihnen einen Zeugen servieren, dass Sie wirklich mal einen falschen Preis dranstehen hatten, dann wird's für Sie noch teurer. Also das ist vielleicht eine Schweinerei. Und sowas nennt sich dann Gerechtigkeit. Naja, Herr Gassner, mit der Gerechtigkeit ist das oft so eine Sache. Da kommt's gelegentlich auch auf ein bisschen Glück an. Ärgern Sie sich nicht weiter, Herr Gassner. Jeder muss mal was einstecken, was er im Grunde genommen nicht einsehen möchte. Die Auskunft, die der Einzelhändler bei dem Anwalt erhält, ist zwar formal richtig, aber auch der Jurist hatte in diesem Fall nicht erkannt, dass hier ein Missbrauch der gesetzlichen Bestimmungen vorliegt. Denn der Anwalt weiß noch nicht, dass sich in neuerer Zeit Betrüger zu sogenannten Wettbewerbsschutzvereinen zusammengeschlossen haben, um die Vorschriften des Gesetzes im großen Stil zu missbrauchen. Pro Mercura, der Verein für den sauberen Wettbewerb in Düsseldorf, der Hans Gassner in Frankfurt eine Abmahnung geschickt hat, gehört zu den Vereinen, die den Missbrauch des Wettbewerbsrechts im großen Stil betreiben. Die Anschriften für die Abmahnungen werden einfach einem Branchenverzeichnis entnommen. Dabei werden in erster Linie Berufszweige ausgewählt, in denen kleine Verfehlungen unterstellt werden können,
die sich im Einzelfall meist nicht beweisen lassen. Geleitet wird der Verein von einem rechtskundigen Vorsitzenden, dem seine Zulassung als Anwalt wegen Betrugs bereits entzogen ist. So. Das sind die Metzger aus Darmstadt, die können dann raus. Das sind die Gastwirtschaften aus Stuttgart, aber nur die erste Hälfte. Ach Mensch, hier ist doch was verkehrt. Bei den Gastwirtschaften können wir doch nicht mit der Preisauszeichnung arbeiten. Da muss doch der dritte Absatz ausgewechselt werden. Hier, sehen Sie her, der Absatz heißt, bei Ihnen wurden mehrfach Getränke angeboten, die nicht bis zum Eichstrich gefüllt waren. Das ist eine Irreführung über die Preisbemessung gemäß § 3 UWG. Bundesgerichtshof, 13.03.1970, römisch 1, ZR 108-68. Ja, richtig, da hat sie nicht aufgepasst. Naja, das kann ja mal vorkommen. Da muss sie eben die ganzen Briefe noch mal durchlaufen lassen. Die wird sich freuen, es gibt 2 Überstunden. Hans Gassner, der nicht weiß, was sich hinter dem Verein mit dem hochtrabenden Namen verbirgt, unterschreibt noch am selben Abend, so wie es ihm der Anwalt geraten hat, die Unterwerfungserklärung. Und widerwillig zahlt er schließlich auch die geforderte Gebühr für die Abmahnung. Also, ich halte das zwar für einen ausgemachten Schwindel, aber trotzdem, Helene, es sollte uns eine Warnung sein. Ja, ja, ich weiß schon. In Zukunft sehe ich mir immer erst das Preisschild an, bevor ich das Geld nehme. Man kann ja nie wissen, ob man es nicht doch mit irgend so einem miesen Typen zu tun hat. Tausende von kleinen Gewerbetreibenden sind, so wie das Ehepaar Gassner, in den vergangenen Monaten von unseriösen Wettbewerbsschützern hereingelegt worden. Der Verein, der uns hier als Beispiel gedient hat, hat es sogar fertiggebracht, Gastwirte wegen angeblich schlechtem Einschenkens abzumahnen, die schon vor längerer Zeit ihr Geschäft aufgegeben hatten, aber natürlich in älteren Adressbüchern immer noch verzeichnet waren. Leider hat es, wie in unserem Beispiel ebenfalls deutlich geworden ist, sogar geraume Zeit gedauert, bis auch Juristen, die um Rat gefragt wurden, den Schwindel erkannt haben. Inzwischen kann man aber von der Polizei und Justiz durchaus Hilfe erwarten. Eine Anzeige wegen Nötigung und Betrugs empfiehlt sich immer dann, wenn der in der Abmahnung enthaltene Vorwurf völlig absurd ist oder als unbewiesene pauschale Verdächtigung vorgebracht wird. Zu einer seriösen Abmahnung, die wie gesagt durchaus rechtens ist, gehört nämlich ein ordentlicher Einzelnachweis eines Wettbewerbsverstoßes. So, und nun der nächste Fall. Er zeigt wieder einmal, dass es Betrüger und Schwindler immer dann besonders leicht haben, wenn sie eine akute Notsituation ausnutzen können. Eine solche Not kann verschiedene Gesichter haben. Es muss nicht immer das Geld sein, das fehlt. Oft sind es auch spezielle Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die man selbst nicht hat und die einem deshalb in die Klemme bringen. Da sind dann Nothelfer sehr gefragt und zu allem Überfluss treten solche Situationen meistens dann auf, wenn man sie am allerwenigsten brauchen kann. Moment, Herr Heinreich! Ich helfe Ihnen! Ach, das ist aber nett, Herr Wendel. So! Dankeschön, den Rest schaffe ich schon alleine. Norbert Wendel gehört zu den Menschen, die sich freuen, wenn sie für andere etwas tun können. Auch wenn es nur darum geht, den Nachbarn bei den letzten Vorbereitungen für die Urlaubsreise ein wenig zur Hand zu gehen. Diese Nachbarn, Fritz und Karin Heidenreich, wollen mit ihren beiden Kindern die Ferien an der Ostsee verbringen. Für die nächsten 3 Wochen hat sich die Großmutter bereit erklärt, das Haus zu hüten. Ich habe noch eine Tasche hinten. Ja, stellst du die auch noch? Ja, Ja, eben. Ja, also Mama, wenn irgendwas ist, rufst du uns einfach an. Abends sind wir ja praktisch in meinem Hotel. Ist gut, mein Junge. Sie können auch jederzeit bei mir klingeln, wenn Sie Hilfe brauchen. Vielen Dank, Herr Wendel. Auch schönen Dank noch für die Hilfe mit dem Koffer. Hast nicht der Rede wert. Gut, Mama. Mach's gut. Schaff nicht so viel. Erhol dich ein bisschen. Und fahr vorsichtig. Ich pass auf. Hertha Heidenreich, alleinstehende Rentnerin, betrachtet den Aufenthalt im Haus ihres Sohnes nicht als Belastung. Im Gegenteil. Sie freut sich, dass sie einmal für einige Zeit aus ihrer engen Stadtwohnung herauskommt. Und sie hat sich vorgenommen, möglichst viel Zeit im Garten zu verbringen. Also wie gesagt, Frau Heidenreich, wenn Sie irgendein Problem haben, melden Sie sich ruhig. Ja, mach ich, Herr Wendel. Und vielen Dank. Nicht zu danken. Wiedersehen. Die erste Woche verläuft ohne den geringsten Zwischenfall. Nichts deutet darauf hin, dass Frau Heidenreich das Hilfsangebot des freundlichen Nachbarn schon bald in Anspruch nehmen muss. Die alte Dame beschäftigt sich mit leichter Gartenarbeit oder genießt einfach das schöne Wetter.
späten Freitagnachmittag ziehen dann aber plötzlich Regenwolken auf. Normalerweise durchaus kein Ereignis, das zu irgendwelchen Sorgen Anlass gibt. Frau Heidenreich freut sich im Grunde genommen sogar über den Sommerregen. Denn ohne ihn hätte sie an diesem Tag noch den Garten gießen müssen. Und schaden kann ja ein bisschen Wasser schließlich nicht, unter normalen Umständen wenigstens. Aber an diesem Tag sind die Umstände nicht normal. Es bedarf keiner großen Fachkenntnisse, um zu erkennen, dass ein Abflussrohr verstopft ist. Ein Schaden, der in jedem Haus einmal vorkommt. Was Frau Heidenreich aber beunruhigt, ist die Tatsache, dass das Wasser auch nicht abfließt, nachdem sie den Hahn abgedreht hat. Im Gegenteil, immer weiter steigt. Sie beschließt, ihren Sohn anzurufen. Wo ist denn mein Gespräch? Drüben am Hausapparat. Stellt sie ihn durch. Dankeschön. Bitte. Ja, Heidenreich. Ach, Mama, du bist's. Na, wo brennt's denn? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, hast du oben irgendwo Wasser laufen? Und das Wasser steigt ständig? Ja, nun erzähl doch mal ganz genau von vorne. Versuch dich zu erinnern. Was hast denn alles gemacht heute Nachmittag? Was? Bei euch regnet's. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber weißt du, Mama, es ist alles wahnsinnig schwierig, von hier aus zu regeln. Sei so gut und geh mal rüber zum Herrn Wendel. Der soll sich das mal anschauen, ja? Gut. Und wenn der auch nicht weiter weiß, dann rufst du uns noch mal an. Wir sind ja hier im Hotel. Ja, gut. Bis dann. Was ist denn los? Eine schöne Bescherung. Der Kanal scheint verstopft zu sein. Das Wasser kommt wieder hoch aus dem Abfluss in der Waschküche. Verdammter Mist. Gerade jetzt. Ich glaube, das hat keinen Zweck. Die Verstopfung sitzt irgendwo im Hauptrohr. Sonst käme ja auch das Regenwasser nicht raus. Da mündet die Dachrinne vorher irgendwo in den Kanal. Ich überlege mir die ganze Zeit, ob ich vielleicht schuld bin, weil ich mir doch die Gartenerde hier von den Händen abgewaschen habe. Nein, nein, das glaube ich nicht. Da sitzt irgendwo ein Hindernis, vielleicht ein Stückchen Mörtel oder sowas noch aus der Bauzeit. Und da bleibt dann immer mehr dran hängen und eines Tages ist es ganz zu. Ich glaube, jetzt steigt's nicht mehr. Naja, es hat auch aufgehört zu regnen. Oder wenn es gleich wieder anfängt, oder heute Nacht. Am besten, Sie rufen einen Installateur an. Aber warten Sie mal, das ist ja Unsinn, es ist ja Freitagabend. Meinen Sie? Na, vielleicht so ein Notdienst. Die inserieren doch immer in der Zeitung oder im Telefonbuch. Nein, da rufe ich erst noch mal meinen Sohn an. Ja. Notdienst? Oh, warum denn eigentlich nicht? Oh, die verstehen das schließlich am besten. Ja, suchst dir einfach irgendeinen raus. Nein, nein, such dir irgendeinen raus. Ich kenne die ja auch nicht. Könntest vielleicht darauf achten, dass die Telefonnummer mit der gleichen Zahl anfängt wie unsere. Dann wohnen die im gleichen Stadtteil, dann wird die Anfahrt nicht so teuer. Ach, und Mama, nicht gleich bestellen, sondern lass dir erst sagen, wie viel es kostet. Sonst schicken die uns nachher noch eine Rechnung über 200 Mark. Ja, ja, gut, tschüss, tschüss, Mama. Du, Karin, erinnere mich bitte dran, dass wir dem Herrn Wendel irgendwie ein schönes Geschenk aus dem Urlaub mitbringen, ja? Der kümmert sich wirklich reizend um die Oma. Ich glaube, es wird gleich wieder anfangen zu regnen. Bei der Suche nach einem Notdienst fällt Frau Heidenreich nicht auf, dass bei einigen Firmen keine Adresse, sondern nur eine Telefonnummer angegeben ist. Abflussschnelldienst, guten Tag. Die Nummer, die Hertha Heidenreich gewählt hat, gehört einer Frau, die für ein auswärtiges Unternehmen lediglich Aufträge entgegennimmt, aber weder für fachliche Auskünfte noch für verbindliche Preise zuständig ist. Ja. Ja, das kann ich entgegennehmen. Und was würde das bitte kosten? Das richtet sich nach der Stärke des Kanalrohrs. Wissen Sie, welche Stärke unser Kanalrohr hat?
Ich nehme an, das ist ein 150er Rohr. Ein 150er? Kann das sein? Ja, dann würde es für Sie der laufende Meter 13 Mark kosten. Und wie viel laufende Meter hat so eine Verstopfung? Das kann ich nicht sagen. Das muss man an Ort und Stelle sehen. Aber meistens wird es nicht so schlimm, wie es zuerst aussieht. Was würde das dann im Höchstfall kosten? Das weiß ich nicht. Da müssten Sie am Montag noch mal anrufen, wenn der Chef da ist. Nein, nein, so lange hat es nicht Zeit. Das Wasser steht ja schon in der Waschküche. Da muss heute noch jemand kommen. Die meisten Kanalrohrreiniger bieten in ihren Anzeigen ausdrücklich ihre Dienste zu jeder Tages- und Nachtzeit an. Schicken Sie jemand vorbei? Ja, gleich. Gott sei Dank. Na, guck mal, wie es unten aussieht. Ja. Dass ein Einsatz außerhalb der normalen Arbeitszeit erhebliche Zuschläge kostet, steht nicht dabei. Die Firma, die Frau Heidenreich angerufen hat, reagiert ausgesprochen prompt. Bereits eine Stunde später ist ein Monteur zur Stelle. Er findet rasch eine Revisionsöffnung im Kanalsystem des Hauses und beginnt vom Abfluss in der Waschküche aus, die Verstopfung zu beseitigen. Und dazu bedient er sich eines langen Schlauches, aus dem mit 80 Atmosphären Druck feine Wasserstrahlen herausschießen. Durch den hohen Druck sind die Strahlen so scharf, dass sie auch harte Verkrustungen beseitigen und Hindernisse im Kanalrohr praktisch in kleine Stücke schneiden. Es läuft ab. Es läuft ab? Naja, aber der Kanal muss ganz durchgespült werden, sonst setzt sich das sofort wieder fest. Frau Heidenreich hat zwar zur Kenntnis genommen, dass nach laufenden Metern abgerechnet wird, aber sie glaubt immer noch, dass das Ausmaß der Verstopfung letzten Endes für den Preis maßgeblich ist. Sie weiß nicht, dass sich diese laufenden Meter auf den Schlauch beziehen und dass jedes Stück Gummi, das da im Kanalrohr verschwindet, bares Geld bedeutet. Hier, 46 Meter Schlauch sind reingegangen. Das denkt man gar nicht, wie viele Rohre in so einem Haus drin sind. Ja, das denkt mancher nicht. Das war auch höchste Zeit. Es fängt wieder an zu regnen. So, da brauche ich dann noch ein Autogramm, damit mein Chef mir auch glaubt, dass ich hier war. Moment, da brauche ich meine Brille. Ich kann aber nicht ewig warten. Ja, ich habe sie jetzt nicht da. Sie ist oben, da muss ich schnell rauf. Vielleicht kann der Herr hier unterschreiben, ich muss nämlich weiter. Naja, ich bin aber nur der Nachbar. Ach, das ist doch egal. Hauptsache, ist eine Unterschrift drauf. Oh, vielleicht geht so am schnellsten. Ja. Okay, dann brauche ich nur noch Ihren Namen und Ihre Anschrift, damit man später weiß, wer da unterschrieben hat. Norbert Wendel. Norbert Wendel. Asternweg 3. Asternweg 3. Okay. Ja. Bitteschön. Könntest du mir gerade mal helfen? Wenn Sie den Schlauch rausziehen, kann ich ihn hier aufrollen. Ja, ne? Gut. So. Danke. Also dann Wiedersehen. 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 Erst nachdem der Monteur weggefahren ist, schaut sich Herr Wendel den Auftragszettel etwas genauer an. Zeigen Sie mir nochmal, was er ahnt plötzlich, dass er das Papier etwas voreilig unterschrieben hat. Das ist aber merkwürdig. Der hat hier die 46 Meter eingetragen, die er vom Schlauch abgelesen hat. Da steht 46 Meter gereinigtes Rohr. Der wird doch nicht für jeden Meter 13 Mark berechnen? Das wären ja über 500 Mark für die halbe Stunde Arbeit. Nein, das glaube ich nicht. Na, hoffentlich nicht. Frau Heidenreich wird es glauben müssen. Ja, auf Wiedersehen, Herr Wendel. Oh, das regnet aber jetzt. Schon wieder. Auf Wiedersehen und vielen Dank für alles. Wiedersehen. Als 14 Tage später ihr Sohn nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub die Rechnung der Rohrreinigungsfirma vorfindet, offenbart sich erst der ganze Umfang des Täuschungsmanövers. Also das ist ein Hammer. Was ist denn? Na, die Rechnung von dem Kanalreiniger. Und? 884 Mark und 22 Pfennig. Was? Die haben doch was von 13 Mark gesagt. Ja, hier steht auch 13 Mark. 46 laufende Meter, 13 Mark, macht 598 Mark. Plus 25% Feierabendzuschlag, plus 35 Mark An- und Abfahrt, plus 13% Mehrwertsteuer. 884 Mark und 22 Pfennig.
Das gibt's doch nicht. Das muss ein Irrtum sein. Der hat ja noch nicht mal eine Stunde gearbeitet. Und dann hat er sich auch noch von Herrn Wendel helfen lassen. Die Firma sitzt in Mannheim. Hast du da angerufen? Nein, nein. Das war ein Ortsgespräch. Na, das werden wir gleich haben. Da steht ja die Mannheimer Telefonnummer drauf. Hat er denn was gesagt, als er hier war, dass das so teuer wird? Ach, Ivo, ich hatte den Eindruck, das ist für ihn ein ganz einfacher, normaler Fall. Ja, sprech mit dem Inhaber. Ihr Heidenreich, Sie waren vor 14 Tagen bei uns und haben den Kanal gereinigt und ich habe jetzt die Rechnung in der Hand. Fast 900 Mark, sagen Sie mal, es muss doch wohl ein Irrtum sein. Nein, nein, das ist kein Irrtum. Da bin ich selbst da gewesen. Das hat schon seine Richtigkeit, das war ein Haufen Arbeit. So werde ich die Rechnung nicht bezahlen, auf gar keinen Fall. Das ist ja Wucher. Ja, meine Mutter hat mir erzählt, dass von dem Feierabendzuschlag zum Beispiel gar keine Rede war. Und auch nicht davon, dass da noch Mehrwertsteuer draufkommt. Und außerdem... 46 Meter, so lang ist unser ganzer Kanal nicht. Ja, wir haben es gerade mal 20 Meter bis zur Straßenmitte. Ja, wie soll denn das zustande kommen? Solche Kunden haben wir gern. Wenn ihnen das Wasser bis zum Halse steht, dann rufen sie zu jeder Tages- und Nachtzeit bei uns an. Und dann, wenn es dann bezahlt geht, war es nicht so schlimm. Die Rechnung ist in Ordnung und die muss so bezahlt werden. Na, hören Sie, für das Geld kriege ich ja praktisch einen neuen Kanal gelegt. Machen Sie sich nicht lächerlich. Im Übrigen, wenn Sie nicht zahlen wollen, dann sehen Sie sich mal den Auftragszettel an. Da hat ein gewisser Herr Wendel für Sie unterschrieben. Und da gucken Sie sich mal ganz genau an, was da noch steht. Wenn Sie nicht zahlen, dann ist dieser Herr Wendel für uns der Auftraggeber. Und Sie können sich darauf verlassen. Wir treiben das Geld ein. Guten Tag. Stimmt das, dass der Herr Wendel den Auftragszettel unterschrieben hat? Ja, ja, ich hatte meine Brille nicht bei mir. Ja, wo ist denn der Zettel? Haben wir einen Durchschlag davon? Der muss hier neben dem Telefon liegen. Tatsächlich. Das ist ja wohl die größte Unverschämtheit aller Zeiten. Das hat sich der Herr Wendel auch nicht durchgelesen, bevor er es unterschrieben hat. Da steht wörtlich, falls der Rechnungsempfänger seine Verpflichtung bestreitet oder aus sonstigen Gründen die Zahlung verweigert, werde ich den Rechnungsbetrag begleichen. Unterschrift Norbert Wendel. Herr Heidenreich wollte natürlich auf keinen Fall, dass sein Nachbar nun für seine Hilfsbereitschaft auch noch bestraft wird. Er hat deshalb die überhöhte Rechnung zähneknirschend bezahlt. Und so bei ihm geht es vielen anderen, die tagtäglich auf die Masche mit den Schlauchmetern hereinfallen. Sicher, die Mehrzahl der anständigen Firmen wird ihre Leistung korrekt abrechnen. Da der Kunde aber im Voraus schlecht wissen kann, ob er es mit einer anständigen Firma oder mit einem der schwarzen Schafe zu tun hat, empfiehlt es sich, ein paar Regeln zu beachten, wenn man nicht übervorteilt werden will. Erstens, fragen Sie bei einer telefonischen Bestellung immer nach den Endpreisen oder ob es noch irgendwelche Zuschläge gibt. Zweitens, lassen Sie sich schon am Telefon die Anschrift der Firma geben. Bestätigen Sie die genannten Konditionen mit einem kurzen Brief und behalten Sie einen Durchschlag. Und drittens, bleiben Sie bei der Ausführung der Arbeit nach Möglichkeit dabei und achten Sie darauf, dass, um bei unserem Beispiel zu bleiben, nicht mehr Kanalmeter gereinigt werden, als zum Haus gehören. So, und nun zum Abschluss, wie immer, unser Experiment. Es befasst sich mit einem Trick, der sich in neuerer Zeit etwas gehäuft hat. Wieder einmal ist die menschliche Eitelkeit dabei im Spiel. Sie macht es, wie unser Experiment leider bestätigt hat, den Gaunern offensichtlich leicht, ihre Taschen zu füllen. Das wichtigste Requisit: eine selbstfabrizierte Urkunde. Und dann eine Liste mit Adressen von Geschäften, die mit dieser Urkunde ausgezeichnet werden sollten. Per Brief war Ihnen von einem in Wirklichkeit gar nicht existierenden Verein diese Auszeichnung für besonders verbraucherfreundliches Verhalten angekündigt worden. Danach machen sich dann Bernd Schröder und Kameramann Rolf Paulerberg auf den Weg, um die nicht ganz kostenlosen Urkunden zu überreichen. Zuerst in einem Schreibwarengeschäft. Guten Tag. Sind Sie der Herr Braun? Ja, der bin ich. Das ist sehr schön. Dann habe ich was für Sie, und zwar eine Urkunde vom gemeinnützigen Verein zur Förderung der Beziehungen zwischen Wirtschaft und Verbrauchern. Das ist ein Kollege von mir, der möchte das dann gerne noch mal fotografieren, unsere Verleihung von der Urkunde, wenn er darf. Und wir haben also, unsere Inspektoren haben auch bei Ihnen sich mal umgeguckt, das haben Sie gar nicht gemerkt, und die waren also ganz begeistert, wie freundlich Sie Ihre Kundschaft hier bedienen. Ja, ich sage mal, wissen Sie, wer mir das Geld reinbringt, warum soll ich gar nicht? Warum soll ich da unfreundlich sein? Deswegen sind also Sie gleichzeitig mit der Urkunde auch Mitglied in diesem Verein. Was ist das für ein Unkostenbeitrag? Unkostenbeitrag von 44 Mark im Jahr.
Gut, haben Sie die 44 Mark da? Ja, das wissen wir schon. Ja? Ja. Gut. Ich habe eine Quittung. Gegen eine neutrale Quittung kassiert unser Mann den Preis für die völlig wertlose Urkunde. Genau. Und der erfreute Geschäftsmann ist anschließend gern zu einem kleinen Erinnerungsfoto bereit. Der nächste Versuch in einem Blumenladen. Guten Tag. Schreiben Sie mal Namen. Sie haben ja unseren Brief, glaube ich, bekommen. Ja. Ja, und das ist jetzt die Urkunde, hoppsa, das gehört noch hierher, die wir Ihnen damit überreichen wollten. Und zwar haben wir als Verein uns die Aufgabe gestellt, die Partnerschaft zwischen Verbrauchern und Geschäftsleuten zu fördern. Und wir hatten unsere Inspektoren unterwegs und die haben auch hier sich umgeguckt bei Ihnen, haben das alles sehr prima gefunden. Und es haben auch Kunden befragt, die alle hier sehr zufrieden waren mit dem Service und mit der Beratung bei Ihnen. Und deswegen würden wir Ihnen diese Urkunde gerne überreichen. Das ist ein Kollege von mir, der würde das gerne mal fotografieren nachher. Mit dieser Urkunde praktisch sind Sie Mitglied im Verein. Da haben wir einen kleinen Unkostenbeitrag von 44 Mark. Das ist alles. Das ist alles. Ich gebe die 44 ja. Mark, aber das bedeutet mir gar nichts. Obwohl sich der Inhaber des Blumengeschäftes keinen rechten Reim auf die ganze Sache machen kann, bezahlt er und lässt sich fotografieren. Der dritte Fall, ein Spezialgeschäft für Modelleisenbahnen. Sie haben ja gelesen im Brief, das ist ein kleiner Unkostenbeitrag, nicht? Genau. Haben Sie gesehen, 44 Mark sind das, ja, gut. Machen wir das Foto anschließend draußen schnell. Auch der junge Mann ist recht angetan von der unverhofften Auszeichnung. Anstandslos bezahlt er die geforderten 44 Mark und kommt zum Erinnerungsfoto mit vor die Ladentür. Unser letzter Versuch in einer Modeboutique. Ich freue mich, dass ich die überreichen darf. Sie bedienen hier auch im Geschäft. Ja, gut, ja. Dann sind Sie sicherlich genauso beteiligt an dem Erfolg, schon, ja, den das Geschäft sich erarbeitet hat. Da ist ein Unkostenbeitrag mit verbunden von 44 Mark, einmalig. Wird das überwiesen? Nee, ich hätte schon ganz gerne. Ja, wäre mir lieb. Die Verkäuferin freut sich sichtlich über die verliehene Urkunde und posiert anschließend gern für das erbetene Foto. Wie ist es denn am schönsten? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht so, ja. Nicht, was hier so in der Tür, gell? Ein frei erfundener, wohlklingender Vereinsname. Ein geschickt formulierter Brief und eine simple, selbstgemachte Urkunde. Und schon rollt der Rubel. Ich glaube, meine Damen und Herren, unser Experiment hat wieder einmal recht eindringlich bewiesen, wie geschickt das betrügerische Geschäftemacher verstehen, gerade auch die kleinen menschlichen Schwächen auszunutzen. Wer lässt sich nicht gerne loben und ehren, auch wenn es ein bisschen was kostet? Schließlich glaubt doch fast jeder, dass er längst mal eine Auszeichnung verdient hat. Konsequenz: Bleiben Sie skeptisch gegenüber solchen unverhofften Wohltaten. Und damit danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.